gibt's eine neue Map. Ich rede gleich weiter, Leute. Vier Kreise, Mittel, Standard. Erstmal machen wir ein neues Giveaway. So, Giveaway. 45 Sekunden, 3 Spieler, Koop. Ja, das war einfach gestern Abend super schön. Wir waren bis 23 Uhr oder so, haben wir am Lagerfeuer gesessen, haben wir das Feuer dann halt später noch ausgemacht. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war ein echt schöner Abend gewesen. Das war super fetzig. Funktioniert doppeltes Geld, muss auch ein halbes Geld. Ja, tut der Dr. Drache. Hab mir am Wochenende mega leckeres vegetarisches Rührei gegessen. Mm. Stimmt, gestern Abend gab es auch Rührei. Schön Brot, Rührei. War das gestern? Oder war es gestern Mittag? Also gestern Nachmittag quasi, so um 16 Uhr haben wir dann Mittag gegessen. Ach schon, ist schon, also die letzten 24 Stunden auf, im Urlaub waren schon mega nice gewesen. So, Flyo, Schneepfote und Chaos Fabian haben wieder gewonnen. Was soll ich dazu sagen? Kümmert euch selber, ne? Wenn ihr böse auf die anderen seid, weil sie ständig mitmachen, dann macht die an, nicht mich. Aber es ist ziemlich egoistisch von euch, wirklich, muss ich sagen, dass ihr immer wieder teilnehmt. Auch wenn so viele Leute, andere Leute noch nicht dran waren. Das ist aber nur mein Kommentar dazu. Wie findest du bitte die Battle? Nicht gut. Ja, Tryhard, bedanke ich bei den Leuten, die ständig immer wieder im Giveaway mitmachen. Dum 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 dum. Ja. Ja, die anderen beiden müssen auf jeden Fall mal reinkommen, oder? In 10 Sekunden veröffentliche ich den Code. Ja, ich mache das Bild dann weg. Dann dürft ihr gerne beitreten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß beim Code abtippen. Willst du mit YouTube zum Beruf machen? Auf gar keinen Fall. Niemals. Von YouTube abhängig zu sein, ist eine Katastrophe. Oh, Pax ist dabei. Und Cappy Pro wieder mal. Alles klar, los geht's. Ich versuche gerade mit meinem kleinen Bruder Hake auf Schwarz bei Koop zu machen. Na dann, viel Spaß. So, wir wollten Feuerring machen, ne? Das heißt, wir bauen hier mal einen hin. Dum, dum, dum. Feuerring, hier haben wir ihn. 4.500. Auf jeden Fall teuer. Dum, 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 dum. Du bist so trash. Ach! Gibt noch öfters die Gelegenheit, wenn die Leute es nicht rechtzeitig machen. Ne? Keine Sorge. Wow, Flyo. Weißt du, spielt doch bitte nicht mit, wenn ihr es nicht gebacken bekommt, dass euer Spiel stabil läuft. Das wäre super nice. Das wäre echt schön. Das ist nämlich immer ziemlich egoistisch. Ihr macht immer mit. Mehrfach. Ihr gewinnt mehrfach. Und disconnectet am meisten nach kurzer Zeit wieder. Finde ich halt irgendwie doof, ne? Jetzt geht's doch gerade nicht mehr, Victor. Giveaway ist vorbei. Beim nächsten Mal wieder.
Ich finde es schade, dass man im Nachhinein keinen einladen kann. Ne? Gerade wenn hier einer weg ist, wäre ganz cool, wenn man irgendwie noch jemanden einladen könnte. Oder wenn jetzt der Code öffentlich wäre, dass jetzt halt derjenige, der den Code hat, halt nochmal nachjoinen könnte. Und das fand ich mega cool. Nix ging nicht und ich kann es verstehen, aber was kann er dafür, dass sein Game crasht? Das passiert halt nicht das erste Mal, Newdo, ne? Das war im letzten Mal halt genauso. Schlechtes Internet, Game Crash. Für einen Game Crash kann natürlich grundsätzlich keiner was, aber wenn man weiß, das Spiel läuft nicht stabil, dann sollte man da erst gar nicht dran teilnehmen. Hm. 5 Sekunden, ja, ist das schade. Aber, Chaos Mystery, deine Chance wird kommen. Irgendwann. So, haben wir wieder? Nee, okay. Mal fangen. Hab gerade nachgeschaut, ob irgendjemand ein neues Spiel vorgeschlagen hat, als angespielt. Aber, nee, ist doch völlig okay. Ich habe noch. Wie viel habe ich jetzt hier gerade drin? 58 minus 3. 55 Games, die ich noch auf meiner Liste habe. Die ich demnächst noch anspielen werde. Plus die auf Steam, die ich in der Liste gar nicht bei den Vorschlägen aufliste. Also Victor, viele andere können teilnehmen. Ich weiß nicht, woran es genau lag, warum du nicht teilnehmen kannst. Was genau funktioniert denn nicht? Kannst du mir das erklären? Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich weiß, dass ich gewinnen kann. Hm, okay. Alter. Vielen Dank. Der Grüne hat mir mal Cappy Pro hier. Das wäre aber unfair, wenn man jemanden in Runde 80 oder so einladen könnte und dann hätte die Medaille und Arbeit. Ja, pff. Das wäre genau das gleiche. Wenn hier jemand jetzt reinjoint und nichts macht und wir bis Ende durchspielen, kriegt er trotzdem eine Medaille. Also ich könnte auch die ganze Zeit nichts machen. Ich könnte alles verkaufen und ich würde nichts machen. Ich würde trotzdem die Medaille bekommen, weil ihr trotzdem zu Ende spielt. Zu dritt ist es locker, selbst alleine könnte man das trotzdem schaffen. Das ist ein weniger legit Argument, muss ich sagen. Achso, wir haben ja. Ne. Ah ja, okay, der ist abgehauen. Der geht einfach durch. Hier würde ich ganz gerne Moloch bauen. Und ganz schnelle Schüsse. Ich drücke auf die Partytüte und nehme nicht teil. Aber wie kommst du drauf? Wenn die Partytüte blaue. Wenn die Partytüte ein blaues Symbol hat, dann nimmst du teil. Ist die bei dir blau? Alles klar, Triad. Viel Spaß im Pool. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Gönn dir halt, Gappy Pro. Gönn dir schön 4-0-0er Insta-Affen gesetzt. Na, steht halt auch im Giveaway-Channel die erste Nachricht ganz oben. Sollte man es vielleicht auch mal durchlesen. Aber lesen, ich weiß schon. Ist immer zu viel Erwartung. Selbst wenn ich nicht drauf drücke, ist die blau. Das kann ich mir nicht vorstellen. Victor, dann solltest du vielleicht mal dein Discord oder so neu installieren. Sollte so nicht sein. Einfach so Tempel, ja moin. Crazy Typ, ey. Und wenn ich Streams von dir oder von anderen schaue und ich
und nicht dabei bin, dann spiele ich immer Luft ablassen, weil ich sonst nichts zu tun habe. Jo. Hi, Roland. Du machst das mit deinem Browser. Sollte trotzdem funktionieren, wie gesagt. Wenn du drauf drückst und sie. Guck mal jetzt auf das neue, auf das letzte Giveaway, Victor. Drück da mal auf die Tüte drauf. Aktuell sind es 27. Wenn du drauf drückst und du teilgenommen hast, müssen es 26 sein. Wenn du nicht teilgenommen hast, dann wären es 28. Also irgendwie muss sich die Zahl ja verändern, ne? Hat der gerade 0141 Affen gesetzt? Ja, moin. Dark, ich habe gerade bemerkt, dass jeder Gewinner kann dir jederzeit schreiben auf direkt Discord, wann er will, was eigentlich voll die Chance des Spammer ist. Ja, aber ich ignoriere jeden Privatchat. Chaos Mystery. Steht übrigens auch auf meinem Discord als angepinnte Nachricht, dass ich Privatchats ignoriere und nicht darauf antworte. Und wenn ihr Fragen habt, sollt ihr das auf meinem Server stellen. Das ist kein Problem. Spielst du auf PC? Ja, ich spiele auf PC, Roland, auf Steam. Ich weiß, sowas macht man nicht, aber wenn man nichts macht, bleibt man auch immer unbekannt. Würde mich freuen, wenn ihr hinter... Halt die Fresse, ey. Sorry, aber solche Spammer gehen mir voll auf die Eier. Eieiei, Moloch! Ja, war vorher auch ein Easy Win. Ja. Du kannst ja noch die Superreichweite machen. Achso, du brauchst das Geld, wa? Brauchst du Geld? Dann kannst du zumindest den Tempel angreifen, weißt du? Monumentale Reichweite! Oh, wie langsam die Zeit hier abläuft. 40, 41, 42, 43. Also, Victor, ich habe keine Änderungen an den Zahlen festgestellt, bis halbe Welt gerade die Nachricht gelöscht hat. Also, was scheinst du nicht richtig zu machen, habe ich das Gefühl. Oder du hast mir gerade gar nicht mehr zugehört, weil du gar nicht mehr hier bist. Maybe. Hm. Ja. Aber jetzt bin ich wieder in Berlin. Na, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Ich habe richtig Bock auf Aufnehmen. Gerade angespielt habe ich einfach super Lust auf das Projekt. Angespielt ist gerade so ein bisschen mein Traumprojekt auf meinem Kanal. Ich finde, das ist irgendwie das Interessanteste. Gerade, das ist halt auch so, bei Videos ist es halt auch so, wenn du ein Let's Play machst, kriegt der erste Part immer die meisten Views. Weil der erste Part einfach mal dafür da ist, zu gucken, okay, gefällt mir das Spiel oder gefällt es mir halt nicht. Und angespielt ist quasi nur erste Parts. Ne? Du hast halt nur erste Parts, das heißt, du hast bei jedem angespielt eigentlich immer konsequent einen ziemlich hohe Base-Viewer. Aber die Leute wissen wohl, okay, ist das interessant oder ist das halt nicht interessant. Und das gibt halt auf Dauer halt wahnsinnig viele Views. Ne? Also stell dir mal vor, jedes angespielt wird jeden Tag irgendwie nur zweimal geklickt. Ne? Weil das Spiel einfach gesucht wird. Das sind bei 1488 angespielt derzeit einfach mal 3000 Views, 3000 Daily-Views. Wenn wir davon ausgehen, jedes Spiel wird, jede App wird, oder jede Folge wird täglich zweimal angeklickt. Dann gibt es halt noch Apps, die wirklich teilweise durch die Decke gehen, wo sie sagen, okay, 100 bis 200 Views am Tag. Na, ich gucke halt mal so durch, ob es irgendwie eine App gibt, die mir einfällt, was so 100 bis 200 Views am Tag gemacht hat. Penner Game, hier Mega Penner oder so hatte ich mal am Anfang gehabt. Ich weiß, total stupid, stupid Titel. Aber die Folge hat einfach mal 9500 Views. Ne? Ist natürlich auch schon 5 Jahre alt. Aber das hat irgendwie gerade am Anfang so 30 bis 50 Daily Views gehabt. Ja, und wenn du das halt mal 1500 multiplizierst, das ist immer so mein Ziel, so, dass jedes angespielt halt ein bisschen öfter geklickt wird am Tag. Weil es ist halt wirklich ein immer unterschiedliches Spiel, das heißt wirklich jedes einzelne Spiel kann super oft geklickt werden, weil es einfach interessant sein könnte, weil einfach vielleicht gerade eine Werbung lief, vielleicht was einfach gerade ein größerer YouTuber gemacht hat. Oder ja, weil es gerade in der Werbung war, hab ich ja gerade schon gesagt. Und schon heftig. Schon cool.
Fällt mir. Hi, Mr. Royal. Lies dir mal meine Nachricht im Giveaway-Channel durch, Victor. Eigentlich habe ich da alles erklärt, ne? Weil ich kann es nicht spielen. Warum kannst du es nicht spielen? Hast du es nicht auf Steam? Hast du schon mit Area 51 gehört? Ja, habe ich. Ziemlich dumme Aktion, ehrlich gesagt. Aber das ist halt, wie ich damals schon sagte, natürliche Auslese. Ich kenne nur den 5. Teil spielen. Müsste ich den 6. Teil mal kaufen, ne? Google Maps fragt mich gerade, wie war es bei, also da, wo ich gewesen bin. Ah, Logo. Also ich werde selbst von Google Maps gefragt mit der Umfrage. Eigentlich können sie mir dafür Geld geben, oder? Ich muss denen noch eine Rezension schreiben. So, bin ja fertig. So. Rezension geschrieben. Hi, Hammer, hi. Hab gerade halbes Geld gespielt, endlich den schwarzen Rand. Nice. Glückwunsch. LOL, schreibt hier einer. LOL. Ist ja witzig. Moin Nils. Wie viel Geld machst du eigentlich mit YouTube? So wenig, dass es sich um den Aufwand kaum lohnt. Muss man mal sagen. Das muss man kaufen, selbstverständlich muss man ein BT6 kaufen. Das ist nicht kostenlos. Du hast die ganze Zeit auf die falsche Tüte geklickt. Das ist possible, Victor. Das ist möglich. Da steht ja LOL, ja LOL. Na, da steht LOL. L, O, L. Ja, der Cappy Pro hat Bock auf LOL. Warum ladest du eigentlich immer nur deine Livestreams-Runden von BT6 auf YouTube hoch? Wie meinst du das, Skyflow? Verstehe ich nicht. Hi, Ake Pla. Ich glaube, mein Reisnagelwaffe wird kein Popcorn mehr kriegen, ne? Ah, da sind zu viele Türme vorne. Dum 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 dum. So. Na, du lädst ja die Korbrunde auf deinem YouTube alleine hoch. Warum eigentlich? Die Frage verstehe ich nicht, aber die nächste. Deine Videos sind immer Ausschnitte von deinen Livestreams. Ja, warum nicht? Es ist schließlich. Zeige ich, wie man im Korb hier die Mission schafft. Eigentlich ist es total easy, aber trotzdem. Alternativ wäre es gar keine Videos von BT6 zu kriegen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das für euch besser ist. Also ihr habt die Möglichkeit, entweder Stream-Ausschnitte oder gar nichts. Weil ich habe nicht Zeit, auch noch Offline-Videos aufzunehmen.
Hast du Bubgi? Ne, PUBG habe ich nicht. Gefällt mir auch nicht. Bin ich kein Fan von. Genauso wenig wie... Wie ist das andere? Oder was PUBG, was ich gespielt habe? Hier, H1Z1 oder so, wie das Game hieß. Ist ja fast selbe, ist fast selbe, ne? PUBG und H1Z1. Deswegen nicht mein... Nicht mein Ding. Mir geht's gut, Hammerhai und dir. Frisch aus dem Urlaub gekommen. Schönen Stream angeschmissen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Dum 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 dum. Wir fliegen noch. Wohin fliegt ihr denn? So, ich hab Bock gleich noch auf eine Leichtmission. Vielleicht auf eine nur Militär-, nur Primäraffen-Mission? Schauen wir mal. Jetzt erstmal lecker Spaghetti Bolognese. Ich muss auch noch einkaufen heute. Aber ehrlich gesagt, bei den Temperaturen will ich nicht rausgehen. aber ich habe Bock, entweder Lasagne oder Spaghetti Bolognese ist natürlich auch eine geile Idee. Aber ich glaube, Lasagne würde mich mehr reizen. Bist du gerade im Flug oder fliegst du gleich noch PC-Gamer? Yo, Flyopexus Capipro, vielen Dank fürs Mitspielen. Flyo nur leider ganz kurz. Aber es macht doch nichts.